Hallo und willkommen zu einer Sonderreihe der Denkreisen, ganz im Zeichen des skandalösen Wiedertäuferreichs zu Münster im Jahre des Herrn 1534. In der letzten Folge haben wir uns damit beschäftigt, wie zahlreich die Landsknechte vor den Truppen Münsters waren und wie ihre Truppen organisiert wurden. Inzwischen ist eine ordentliche Belagerung im Gange, doch die Atmosphäre ist an allen Ecken und Enden etwas vergiftet. Die Landsknechte nehmen ihre Aufgabe nicht ernst genug. In ihren Lagern ist viel Alkohol und vermutlich auch viel Prostitution im Spiel. Beim ersten Angriff machen sich die Landsknechte geradezu lächerlich und verlieren 200 Mann bei einem gescheiterten Frontalangriff am Judenfeldtor. Es wird auch viel genörgelt und gemotzt, natürlich wegen Sold. Neue Maßnahmen müssen her. Das nächste Ziel ist der doppelte Wassergraben, der sehr effektiv die gesamte Stadt schützt. Der Bischof versucht, hier das Wasser abzugraben und den Kanal mit Faschinen zu füllen. Hierzu lässt er aus der Umgebung 9000 Bauern anheuern, um an diesen Vorhaben zu arbeiten. Doch die Arbeit geht nur sehr langsam voran. Die Arbeiter verweigern häufig den Gehorsam, da sie sich hier in der Reichweite der wiedertäuferischen Geschütze befinden und unentwegt in Lebensgefahr schweben. Helmut Larkamp schreibt an dieser Stelle: Allein die Verpflegung so zahlreicher Personen bringt große Probleme mit sich. Zieht sie doch das ganze Hochstift Münster in Mitleidenschaft und zwingt die bereits arg strapazierte Landbevölkerung zu Abgaben ihrer letzten Vorräte. Auch die Wiedertäufer bleiben nicht untätig und lassen wenig unversucht, um die Gunst der Stunde für sich zu gewinnen. Sicherlich erwähnenswert ist hierbei der Zwischenfall mit Hiller Feiken, der sich in Juni ereignet hatte. Gäbe es eine spannende Serie über diese Ereignisse, dieser Vorfall dürfte darin natürlich nicht fehlen. Und das ist etwas, über das wir jetzt reden müssen. Ich meine, das ist ein großartiges Beispiel für die Nuancen, die man sich aneignen muss, wenn man versucht, historische Vorgänge zu verstehen und vor allem korrekt einzuschätzen. Und warum es wichtig ist, dass moderne Forschung allerlei festgefahrene historische Betrachtungsweisen überprüft und neu bewertet. Ohnehin ist es so, dass ich, als ich die Geschichte von Hiller Feiken das erste Mal gelesen hatte, eher davon ausging, dass dies eine Legende ist. Diese extrem ereignisreichen Monate in und außerhalb der Stadt Münster müssen ein wahrer Brutkasten für Gerüchte und Anekdoten aller Art gewesen sein. Aber der Fall von Hiller Feiken wurde entsprechend in den Protokollen der Belagerer festgehalten. Das hat wirklich stattgefunden. Also eine Friesin mit dem Namen Hiller Feiken schleicht sich aus Münster heraus und mischt sich unter die Belagerer. Sie hat ein Ziel, nach Telgte zu gelangen und sich dort in die Arme von Bischof Waldeck zu werfen, ihn zu verführen und schließlich zu töten. Der Plan ist waghalsig und klingt vollkommen abwegig. Und seine Erfolgschancen könnte man vermutlich erst dann richtig einschätzen, wenn man die Gelegenheit hätte, Hiller Feiken zu sehen. Doch diese Möglichkeit haben wir nicht. Nun, von Bischof Waldeck wusste man ja, dass ihm das Zölibat nicht wirklich lag. Er hat seit Jahren eine Konkubine, die ihm 8 Kinder geboren hatte, und offensichtlich waren da auch noch andere Frauenzimmer im Spiel mit mehr oder minder gutem Ruf. Hiller Feiken ist eine Friesin aus Wirtrum. Sie ist verheiratet und 30 Jahre alt. Wie sich ihr Ehemann zu diesem Himmelfahrtskommando stellte oder ob er zu diesem Zeitpunkt noch am Leben war, konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Sie hatte angeblich ihren Besitz an Arme verschenkt und war mit ihrem Mann Richtung Münster aufgebrochen, um sich, wie viele andere, dort dem Kampf anzuschließen. Sie gehörte zu jenen Frauen, die aktiv an der Befestigung und Verteidigung der Stadt mitgewirkt haben. Bei einer Predigt, wohl einer Predigt von Bernd Rottmann, hörte sie zum ersten Mal die biblische Geschichte von Judith, die sich in das Lager der Assyrer begibt, um dort General Holofernes zu verführen und zu töten. Hiller Feiken kann diese Geschichte nicht mehr vergessen und fasst den tollkühnen Plan, genauso mit Bischof Franz von Waldeck zu verfahren. Sie wendet sich damit an Jan van Leyden und Knipperdolling, die anfangs sehr skeptisch sind, schließlich jedoch nachgeben. Tja, Hiller donnert sich sozusagen auf und legt sich wohl eine Geschichte zurecht, die sie nicht nur dem Bischof, sondern den Landsknechten auftischen will, die sich ihr auf dem Weg nach Telgte in den Weg stellen würden. Der Plan geht vollkommen schief, doch im Nachhinein muss man sich die berechtigte Frage stellen, ob nicht mit etwas mehr Glück dieses ausgefallene Vorhaben nicht hätte gelingen können. Hiller kam bis Wolbeck. Sie wurde entlang des Weges sogar von dem bereits erwähnten Drosten Dietrich von Merfeld aufgegriffen, der in der Organisation der Belagerer direkt unter dem Kirchenfürst gestanden hatte. Und Hiller, flirtend und gewappnet mit einer Geschichte darüber, wie sie den bösen Täufern entflohen sei und nur dem Bischof alleine ihre Geheimnisse verraten dürfe, hatte es tatsächlich geschafft, das Aristokratenraubbein um den Finger zu wickeln. Doch dann lief alles schief.
Im selben Lager befindet sich ein Mann mit dem Namen Hermann Rammert. Und auch er war kurz davor noch unter den Wiedertäufern in Münster gewesen. Ob seine Handlung eine spontane Reaktion war oder ob er schon seit Tagen über eine Flucht aus der Stadt nachgedacht hatte, erfahren wir nicht. Aber wir wissen, dass ihm noch in Münster Hillers waghalsiger Plan bekannt wurde. Woher, das ist ungewiss. Er nutzt den Augenblick und flieht mehr oder weniger zur selben Zeit aus der Stadt. Sein Ziel, er möchte den Bischof warnen und so vermutlich dessen Gnade in die eigene Waagschale werfen. Wir werden nie erfahren, wie Hiller es wohl angestellt hätte, die Aufmerksamkeit und die Gunst des alten Hurenbocks für sich zu gewinnen, um schließlich in sein Schlafzelt eingeladen zu werden. Dass sie ihn mit einem vergifteten Hemd töten wollte, der Teil gehört wohl ins Reich der Legenden. C.A. Cornelius schreibt in seinem Buch Berichte der Augenzeugen über das münsterische Wiedertäuferreich zu diesem Detail: Von dem kunstreichen, vergifteten Hemd, womit die schöne Schwärmerin Hiller den neuen Hall of Fairness umbringen wollte, ist weder in ihren eigenen Bekenntnissen noch in den Fragen, die man an die gefangenen Wiedertäufer auch in Betreff dieses Mädchens richtete, das Geringste zu finden. Eine Legende also. Hiller wird von Hermann Rammert erkannt und verraten. Die Landsknechte ergreifen und verhören sie noch mehrere Tage. Auch unter Folter hält sie an der Wiedertaufe fest. Anschließend wird sie nach Norden gebracht, in das einen Tag entfernte Befergern. Dort wird sie auf dem Galgenberg schließlich enthauptet. Wenn man nun etwas ältere Berichte über die Belagerung liest, wird die Sache stets sehr eindeutig dargestellt. Dass eben Knipperdolling und Jan van Leyden sich die bereitwillige Hilla Feiken geschnappt haben und sie mit gehöriger Portion Gehirnwäsche als eine Art Selbstmordattentäterin in die Reihen der Belagerer schickten. Liest man nun bei Helmut Larkamp klingt diese Episode etwas anders. Da mutet es doch eher so, dass Hiller Feiken an Jan van Leyden und an Bernd Knipperdolling herangetreten war und das Vorhaben als ihre eigene Idee präsentierte. Sie hatte sogar gewisse Mühe, die beiden von ihrem Plan zu überzeugen, da die beiden die Mission zu gefährlich fanden oder zumindest als zu aussichtslos. Das sind kleine Details, die aber den Unterschied zwischen historischer Aufarbeitung und reiner Propaganda ausmachen. Es ist nicht immer einfach, die Motive und die moralischen Überlegungen der Anabaptisten korrekt zu interpretieren, gemessen daran, dass die zeitgenössischen Berichte über sie fast ausschließlich von Leuten geschrieben wurden, die sie verabscheut haben. Hiller Feiken ist wohl so ein Fall, wo man die Gestalten und ihren Charakter etwas nuancierter betrachten muss. Denn nur zwei oder drei anders formulierte Sätze können die moralischen und menschlichen Vorzeichen vollständig umkehren. Natürlich, bei dem Versuch, die Wiedertäufer auch ein wenig zu rehabilitieren, droht stets die Gefahr, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Man erkennt das zum Beispiel daran, dass in 2015 an der Uni Münster eine historische Rundführung veranstaltet wurde, in der Hiller Feiken als eine Art heroische, feministische Gestalt porträtiert wurde, die versucht hatte, das belagerte Münster zu retten. Doch andere würden ihr eher eine gehirngewaschene Marionette bescheinigen, die in den Händen von zwei ideologisch sehr gut geschulten Demagogen, nämlich Knipperdolling und van Leyden, komplett radikalisiert und zu einer Terroristin umgewandelt wurde. Doch wie rum man es nun interpretieren kann, feministisch mutet dieses Ereignis ja nicht an. Ich hoffe, es war spannend und informativ bis hierher. Falls du mir einen Gefallen erweisen willst, so like diesen Beitrag oder noch besser abonniere meinen gesamten Kanal. So wirst du stets erfahren, was ich Neues aufgenommen habe. In diesem Sinne, bleibe neugierig, lies Bücher und lasse dich nicht polarisieren.